Und damit herzlich willkommen zur 19. Folge unserer F1-Manager-Karriere mit Alpine hier auf unserem Kanal. Wir sind heute angekommen beim 7. Rennen der Formel 1-Saison 2023, beim großen Preis von Monaco, das vielleicht anspruchsvollste, wollte ich sagen, Rennwochenende der Saison hier im Fürstentum in den engen Straßen. Es wird einfach wichtig sein, hier das beste Qualifying der Saison hinzulegen. Ja, wenn man hier im Qualifying gut ist, ist man fast schon automatisch auch im Rennen gut, weil man halt nicht wirklich nach hinten gereicht werden kann. Deshalb verlieren wir gar nicht viel Zeit. Wir gehen direkt mal rein in Q1 und gucken uns auch mal an, ob unsere Fahrer hier vielleicht das mit einem Run schaffen. Das wäre wichtig ohne Verkehr, aber natürlich ist da sehr, sehr viel Verkehr. Aber ja, gut, so viel hat es gar nicht gekostet, ne? Ocon schnellster, ich glaube, das könnte schon reichen. Beide haben jetzt noch eine Runde mit diesen schon gebrauchten Reifen gemacht. Und jetzt sind sie Plätze 7 und 8. Magnussen da vorne gefällt mir irgendwie nicht so richtig. Aber gut, die Mercedes sind hinter uns. Hülkenberg auch. Alonso wird noch schneller werden. Aber wir sind hier auf jeden Fall safe durch ins zweite Qualifying. Alonso nur 8er. Das ist eine sehr, sehr schwache Runde. Und die Alpha Tauri. Tsunoda und De Vries richtig stark vor den Mercedes. Ist Alpha Tauri plötzlich schneller als Mercedes? Das wäre natürlich was. Die erste Runde wieder auf diesen gebrauchten Softs ohne Verkehr. Also das könnten schon ganz konkurrenzfähige Runden hier sein oder Zeiten hier sein. Und das ist auch wirklich so. Nicht so weit weg von den von Sainz, sondern von Perez. Also das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ocon wurde leider geblockt von Tsunoda im ersten Sektor, aber auch so ist er nicht schnell genug. Was schafft Gasly? Der ist auch nur etwas schneller als auf seiner ersten Runde. Das könnte eng werden. Alonso auf A3, aber Russell nicht schneller. De Vries auch nicht. Hamilton. Oh, Hülkenberg ist die Gefahr noch, aber Hülkenberg stoppt. Okay, wir haben beide Autos drin in Q3. Sehr, sehr eng, sehr, sehr knapp alles, aber wir haben es geschafft. Russell wieder nur 11. im Qualifying. Wieder gut für uns. Boah, was waren das denn bitte für starke Runden? Das sind die Plätze 2 und 3. Leclerc, Verstappen werden noch schneller sein, ja. Aber im Moment die Plätze 4 und 5. Können wir das hier halten? Vielleicht Perez wird noch schneller und die Aston natürlich auch, aber das ist trotzdem, also so gute erste Runden hatten wir wahrscheinlich noch nie. Mal schauen, jetzt ist schon Sainz, glaube ich. Ja, 5 und 6 jetzt irgendwie. Ja, Perez war es natürlich nicht, Sainz. Und Stroll auf die Pole. Hamilton nur 10. Und für uns die Plätze 6 und 7. Ja, perfekt. Alonso dahinter. Das ist eine sehr, sehr schwache Leistung von ihm. Stroll auf der Pole und er eine Sekunde langsamer auf Platz 9. Magnus ein 8er. Wir, wie gesagt, 6er, 7er. Und ich glaube, das können wir auch halten im Rennen. Ne? Also die Pace scheint hier echt gut zu sein. Ich muss nur aufpassen wegen Benzin, dass uns das nicht wieder zu einem Problem wird. Und dann sieht das hier gut aus an diesem Wochenende. So, und jetzt geht das prestigeträchtigste Rennen der Saison los. Der große Preis von Monaco. Stroll auf der Pole. Vor den beiden Ferrari, wie auf dem letzten 6 und 7. Was für Starts gelingen. Ocon vorbei an Gasly. Oh, die beiden da Rad an Rad. Bitte nehmt euch nicht gegenseitig raus. Dankeschön. Es wäre sehr, sehr hilfreich, wenn das einfach nicht passiert. Wir können mal schauen. Hinter uns ein paar auf den Softs. Bei dem Mercedes und Alonso zum Beispiel. Stroll vorne auch. Aber der Großteil ist auf den Mediums. Und wir sind eben auch auf den Medium-Reifen. Also denke ich schon, dass das hier die bessere Strategie ist. Ja, das war klar. Wir können mit den Top 5 nicht mithalten. Die ersten Runden müssen wir jetzt überstehen. Und dann glaube ich auch, dass wir eine Lücke zu Magnussen uns rausfahren können. Ja, die Pace sieht hier nicht so gut aus, ne? Ich lasse sie schon pushen. Ich habe das Gefühl, Magnussen ist auch am Pushen, deshalb kann er da gut dranbleiben. Und die auf den Softs natürlich auch, die sind jetzt schneller, aber stecken halt da fest. Aber generell glaube ich, Mercedes hat hier nicht ganz die Pace. Der Einzige, der uns hier schlagen kann noch, ist, denke ich, Fernando Alonso. Ansonsten sollten wir relativ sicher sein, weil Magnussen, der ist zwar teilweise etwas schneller, aber halt nicht so viel schneller, dass man hier in Monaco überholen könnte. Oh, ich habe es gar nicht mitbekommen. Alonso ist vorbei an Magnussen und jetzt wird es natürlich auch für uns hier schwer, den Fernando da hinter uns zu halten. Das ist vielleicht besser, wenn Gasly jetzt erstmal ein wenig seine Reifen schont, sodass Ocon ins DRS-Fenster kommt. Weil dann, wenn Ocon noch das DRS hat, dann hat Alonso wirklich gar keine Chance. Weil dieser Pace-Unterschied zu den Top 5 ist schon Wahnsinn. Stroll war in der Box und kommt auch vor uns hier wieder auf die Strecke. Das ist ja unfassbar. Wir haben ja dann so Dreiergruppen, Gasly, Ocon, Alonso und dann Magnussen, Hamilton, Russell. Es gefällt mir ganz gut, dass Magnussen die da so ein bisschen aufhält, obwohl ich, ja, Alonso jetzt schon an der Box. Ich wollte sagen, obwohl ich glaube, dass die Softs so langsam schon langsamer werden. Und genau das scheint auch der Fall zu sein, wenn Alonso reinkommt. Auch bei dem Mercedes drin, aber Russell hat dadurch
richtig an Zeit verloren. Das war ja mega dumm von Mercedes. Wir pushen jetzt natürlich und kommen dann von mir aus auch ein bisschen eher rein. Für die Harten, das wäre gar kein Problem. Ocon wird auf jeden Fall der Erste sein, der reinkommt, weil der einfach mal wieder einen etwas schwächeren Reifenverschleiß hat. Wir werden wahrscheinlich hinter Alonso irgendwo sein. Der hat da natürlich mit dem Undercut uns jetzt überholt, das ist klar. Aber so schlimm ist es auch nicht, weil wir, glaube ich, dann mit den frischeren Reifen auf jeden Fall nochmal zurückschlagen können. Alonso steckt jetzt hinter Magnussen fest. Das könnte uns natürlich auch ein bisschen helfen hier in diesem Rennen. Wir müssen nur aufpassen, dass die Mercedes nicht an uns vorbeikommen. Dass die hier nicht den Undercut schaffen und uns auch noch mitbekommen. Deshalb holen wir auch Ocon jetzt an die Box in Runde 32. Ich denke, das ist ganz gut. Bei Gasly machen wir es dann in der nächsten Runde. Und dann schauen wir mal. Hoffentlich passiert auch nicht das, was wovor ich ein bisschen Angst habe. Nämlich, dass Ocon mit dem Undercut an Gasly vorbeikommt. Das wäre ein bisschen unfair, weil ich schon das Gefühl habe, dass Gasly das ganze Wochenende über eigentlich etwas schneller war immer als Esteban. Und er bleibt wirklich davor. Okay. Wir sind nur knapp vor dem Mercedes, haben aber deutlich frischere Reifen. Und Russell ist auch auf Mediums. Der wird also... Kann ich mir nicht vorstellen, dass er bis zum Ende fährt, wenn ich ganz ehrlich bin. Also das kann hier ehrlich noch wirklich gut werden. Mal schauen, ob wir an Alonso nochmal rankommen. Ich glaube aber fast nicht. Die Mercedes-Pace in dieser Phase macht mir ein bisschen Angst. Die sind nicht so langsam, wie ich das jetzt hier erwartet habe. Wir können uns nicht absetzen. Die bleiben dran und sind hier auf jeden Fall noch eine Gefahr. Aber ich kann mir, wie gesagt, nicht vorstellen, dass Russell hier bis zum Ende durchfahren kann. Der wird nochmal reinkommen müssen. Und dann wird er ja irgendwo hier bei Hülkenberg vielleicht dann wieder auf die Strecke kommen. Und auf jeden Fall noch Zeit im Verkehr auch verlieren. Okay, jetzt sind da doch ein paar Lücken entstanden in dieser Vierergruppe. Gasly und Ocon ungefähr gleich schnell. Gasly darf jetzt ein bisschen pushen. Deshalb kann er sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen absetzen. Hamilton inzwischen 2,5 dahinter. Dann nochmal Russell 1,3 dahinter. Also das sieht da doch alles gerade ganz gut aus wieder. Und vor allem Gasly kommt hier ran an Fernando Alonso. Ich will ja nichts sagen, aber vielleicht ist hier sogar noch ein P6 drin. Wir können Fernando auf jeden Fall ärgern. Wir haben deutlich frischere Reifen, während Hamilton nochmal reinkommt. Hamilton also anscheinend auch auf einer 2-Stop-Strategie. Okay, dann machen wir was ganz Wildes. Dann pushen jetzt beide. Dann sind ja auch beide Mercedes auf einer 2-Stop, ne? Hamilton ist, hat jetzt ein bisschen freie Luft, aber das ist kein Problem. Ocon kommt rein. Für Softs. Oder für... Nee. Softs ist noch zu früh, ne? Ja. Wir müssen dann am Ende für Softs reinkommen. Wir pushen jetzt richtig. Müssen hoffen, dass wir vor Hamilton bleiben. Und dann mit Softs hier in den Endspurt. Weil an Alonso könnte es aber wirklich nur vorbeigehen, wenn wir die ganze Zeit pushen. Und das können wir uns nicht erlauben. Dafür sind die Reifen dann doch nicht... halt, haben doch zu viel Verschleiß dafür. Ja, auch Alonso kommt nochmal rein. Hier kommen wirklich alle nochmal rein. Für frischere Softs oder Mediums jetzt am Ende. Und deshalb müssen wir das eigentlich auch machen. Aber Hamilton ist gut im Verkehr. Der hat da richtig viel Rückstand. Also das sollte gar kein Problem für uns werden. Wen holen wir zuerst rein, ist jetzt natürlich die Frage, ne? Können wir sie in einer Runde reinholen? Ich denke fast nicht. Dafür sind sie zu eng noch beieinander. Da liegt ja wirklich ungefähr eben so eine Boxenstoppzeit dazwischen. Wir müssen uns jetzt so langsam entscheiden. Wir holen aber einfach Gasly zuerst rein, weil der vorne ist. Und Ocon hat eh meistens höheren Reifenverschleiß, also ist es vielleicht gut. Safety Car, ja, dann holen wir doch beide rein. Oh mein Gott, das spielt uns ja richtig in die Karten. Das hilft uns ja jetzt richtig weiter. Wie gut ist das denn bitte? Und Perez raus vorne. Perez raus bedeutet jetzt gleich erstmal die Plätze 5 und 6. Das könnte noch nach hinten gehen nach dem Stop hinter Alonso. Aber das wäre auch nicht schlimm. Come on. Dieses Safety Car hilft uns ja mal so absolut jetzt. Beide mit dem guten Stop. Ist Gasly vor Alonso? Gasly ist vor Alonso. Gasly ist vor Alonso. Let's go. Wie wichtig ist das denn bitte? Die Plätze 5 und 7 sind es jetzt. Oh, und ich sehe, Russell ist noch eine Runde hinten dran. Jetzt können sie das alles aufholen. Aber ob sie da nochmal rankommen jetzt vor dem Restart... Das ist die Frage. Ich denke nämlich, dass am Ende dieser Runde Safety Car reinkommt. Dann haben wir noch 15 Runden vor uns. Und ja, Russell könnte es schaffen, aber mit Hamilton. Hamilton, da könnte es eng werden, oder? Naja, nee. Die schaffen das wirklich beide. Jetzt wird es ja eh nochmal langsamer. Und jetzt müssen wir pushen, was das Zeug hält. Alles geben, um hier gute Punkte zu holen in Monaco. Mal schauen. Jetzt natürlich ein schweres Auto, ne? Weil so viel Benzin noch drin ist. Aber damit muss jetzt jeder klarkommen. Das wird bei jedem gleich sein. Mercedes auf den Plätzen 8 und 9 im Moment. Wie gesagt, ich hoffe, dass Hamilton noch ein bisschen hintergeht. Mal schauen, ob da die anderen schnell genug sind.
Und für uns heißt es eigentlich nur, die Plätze so halten. Ja, die Mercedes haben keine Chance. Die Mercedes haben hier gar keine Chance. Und Ocon im Mittelsektor vorbei an Alonso. Und der macht es klar. Der ist irgendwo hier vorbeigegangen an Fernando Alonso. Was ein Überholmanöver. In der Haarnadel, in der Löwshaarnadel geht er in den Reihen und macht den Move klar. Platz 6 für Ocon. Was ein geiler Move hier. Und hier ist sogar noch ein bisschen mehr drin. Wir kleben dran an Stroll, Leclerc und Sainz. Wie ich schon vermutet hatte, ne? Stroll hält die da alle auf, hat gar keine Pace mehr. Aber wir müssen jetzt auch mal ein bisschen runterfahren. Ansonsten sind die Reifen am Ende tot. Was für ein geiles Ergebnis wäre das hier bitte. Die Plätze 5 und 6. 18 Punkte würden hier im Moment auf unser Konto wandern. Wir schauen mal Mercedes, wie viel die holen würden. Nur 6 Punkte, da würden wir 12 aufholen. Wenn alles so bleibt, wie es im Moment hier ist oder steht. Ich weiß nicht, wie man da dazu sagt. Mal schauen, wir können auch gleich nochmal ein bisschen pushen jetzt die letzten paar Runden. Um hier einfach safe vor Alonso zu bleiben. Und dann wäre das wahrscheinlich das erfolgreichste Rennen der Saison, oder? Hatten wir schon so ein gutes? Ich weiß es gar nicht. Gucke ich gleich nochmal nach. Die letzte Runde hier im Fürstentum. Auf jeden Fall eins der schwierigsten. Vielleicht sogar das schwierigste Rennwochenende der Saison. Wir haben es aber sehr, sehr gut gemeistert, würde ich denken. Wir haben Monaco gemeistert. Wir haben Monaco auf jeden Fall erfolgreich abgeschlossen in dieser Saison. Die Plätze 5 und 6, 18 Punkte. Was ein starkes, was ein geiles Ergebnis im Fürstentum. Wir schlagen Mercedes zum allerersten Mal punktetechnisch. Und wie? Ja, das war eine Ansage. Wir haben auf jeden Fall im Moment die Pace, um die vierte Kraft zu sein. So kann es gerne weitergehen. 25 Punkte trennen uns noch von den Silberpfeilen in der Konstrukteurs-WM. Das können wir auf jeden Fall noch aufholen. Ne? Also da habe ich wirklich vollstes Vertrauen in die Fahrer. Ich weiß, dass die das auf jeden Fall noch schaffen können. Alonso erst mit einem Podium. Stroll hat schon zwei. Allerdings trotzdem deutlich weniger Punkte. Auch ein spannender WM-Kampf. Leclerc, Verstappen, Red Bull, Ferrari. Das ist alles verdammt eng dort vorne. Erst 6 Teams haben Punkte geholt nach 7 Rennen. Das ist ein bisschen schade. Die 4 Teams, Alfa Tauri, McLaren, Williams und Alfa Romeo. Also wirklich ohne jegliche Chance in Richtung Punkteränge. Boxstops. Ja, ein Punkt mal mitgenommen. Immerhin besser als nichts. Und jetzt schauen wir gleich nochmal, ob das wirklich das beste Rennen der Saison war. Ich glaube aber schon. Ich glaube nicht, dass wir schon ein besseres Rennen hatten. Oder halt ein besseres Ergebnis, während wir hier neue Seitenkästen fertig entworfen haben. Also Bahrain auf gar keinen Fall. Cheddar auch nicht. 7 und 8. Melbourne 9 und 10. Baku 8 und 9. Miami 7 und 8. Die waren ja immer hintereinander. Oh, Imola, das war das mit dem Benzin. Naja, ja. Das war das Debakel mit dem Benzin. Und Monaco, ja, das beste Rennen. 5 und 6 im Fürstentum. 18 Punkte. So kann es gerne weitergehen. Wie gesagt, in Spanien beim nächsten Mal. Da ist auch immer ordentlich was los. Es soll regnen hier. Naja, ja. Regen am Rennsonntag. Da ist auch mal ein bisschen Platz dann für Chaos immer da. Das ist auch nicht schlecht für uns. Denke ich, um uns vielleicht auch mal vorne mit einzumischen, ne? Bei Red Bull und Ferrari und so. Wer weiß, was da noch alles so gehen wird in dieser Saison. Aber jetzt entwickeln wir hier noch ein neues Teil. Und zwar so hier, würde ich denken. Und zwar neue Seitenkästen sind das. Die sollen auch relativ schnell bitte kommen. Innerhalb von 17 Tagen sollen die fertig sein. Und dann haben wir nämlich noch vor Spanien den neuen Frontflügel. Und dann nach Spanien direkt auch noch eine neue Heckflügel. Also es sieht wirklich, wirklich gut aus mit den ganzen Upgrades. Das läuft richtig gut und ich glaube wirklich, dass wir zum Ende der Saison hin auf jeden Fall Mercedes mal besiegen können. Ne, das muss das Ziel sein, dass wir am Ende Vierter werden in der Konstrukteurs-WM. Und ich glaube auch, dass es möglich ist. Im Moment sieht es sehr gut aus. Wir müssen einfach weitermachen, weiter Upgrades ans Auto bringen. Und dann kann das auf jeden Fall sehr, sehr gut werden. Wir können halt jetzt, das ist das Blöde, diese ganzen neuen Entwürfe nicht fertigen. Weil wir schon 3 Fertigungsarbeiten haben. Die letzte ist immerhin in 4 Tagen fertig, also das geht. Aber ja, trotzdem ist es nicht so schön auf jeden Fall. Aber wir können ja eigentlich die mit der Aufhängung abbrechen jetzt, ne? Da haben wir ja genug. Und dann packen wir hier die neuen Frontflügel rein.
mit einer Notfallentwicklung. Oh, wir sind im Minus. Aber gut, das machen wir einfach jetzt erstmal. Mehr können wir nicht machen. Notfallentwicklung für die Frontflügel. Und die kommen auch direkt rein. Die bringen uns nochmal ein bisschen was. Nicht so viel. Aber immerhin, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert auch die Glocke, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.